Treffpunkt Oase. Heidrun war lange Zeit unterwegs gewesen im Wüstenstaub. Am Horizont zeichnete sich sanftmütig flimmernd eine Oase ab, die Heidrun, die Eidechse der Sahara, kräftig ausholend ansteuerte. Da huschte der Schatten eines Heißluftballons über sie hinweg. Heidrun glotzte hinauf in die gelbe Bläue des Himmels und konnte drei Personen ausnehmen, die sich über die Brüstung des Korbes beugten und zu ihr hinunterwinkten. Die Burschen waren wirklich pünktlich, das musste man ihnen lassen. Heidruns Spur glich einem Kreuzottergerippe, aber sie machte sich darüber keine Sorgen, denn der Wüstenwind tat gute Arbeit. Die Knotenschrift ihrer Erinnerung blitzte aus ihren wissenden Augen, die alterslos und gleichmütig ihren Weg ausleuchteten. Sie wusste, wie wichtig den drei Männern aus London die Botschaft war, die sie ihnen zwingend überbringen würde, und deshalb hatte sie keine Sekunde gerastet. Sie beschrieb drei Kreise um das Dutzend Palmen der Oase und ließ sich dann am Rande des dampfenden Tümpels nieder, der zu dieser Tageszeit einsam und verlassen ins All starrte. Die drei Männer, es handelte sich um Captain Beefheart, seinen Freund und Gelehrten Dr. Julius Reindl und dessen Sekretär Franz, waren von Jules Verne geschickt worden, um Informationen für ein Buch zu sammeln. Da waren das Wissen und die Erfahrung Heidruns unentbehrlich. Der Ballon setzte mit einem dumpfen Knirschen direkt neben dem Tümpel auf. Captain Beefheart und seine Freunde überreichten Heidrun als Geschenk des Schriftstellers ein punktförmiges, leuchtendes Wesen in einem goldenen Käfig. Heidrun bedankte sich mit zischelndem Züngeln und wies die Männer mit hypnotischem Blick an, sich im Halbrund zu setzen und die Ohren zu spitzen. Zunächst übergebe ich Ihnen den Schlüssel. Er lautet A-E-I-O-U. Er ist leicht zu merken, aber bitte behandeln Sie ihn trotzdem vorsichtig, damit kein Zahn ausbricht oder verloren geht. Und nun zur Botschaft. Stenografieren Sie ruhig mit, Franz. Sie lautet RT, ENH, KLP, FGRW, SDD, CHVB, D, HK, Z, TRT, WSWX, BZ, JKFG, BKHK, BH, KLK, FBT, RT, GSFG, KL, EK, JHM, Z, ZRZ, TFT. Ihr Auftraggeber wird sicher keine Schwierigkeiten haben, den Schlüssel richtig anzuwenden. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit, meine Herren.